Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück auf The White Form von Kalle, den Ultra Mapping Man. Yeah, that's Kalle. So, wir wollen schwaden. Gehen nahtlos weiter. Das kann noch ein bisschen trüge werden. Erstmal das Gras zusammenschmeißen. Nehmen wir in unseren Turbo-Moped, wo du den Abstand nicht einschätzen kannst. So, ist der Verkehr aus? Kann das sein? Ich wundere mich schon die ganze Zeit. Alter, die hier gar keine. Oh, 15.000 Liter Silage haben wir. Was ist hier los? Voll, ey, das dauert ja ewig, bis da was zusammenkommt, wa? Da ist schon ein bisschen mehr, da ist auch ein bisschen mehr. Das wird nicht einfach. Verkehr ist aus. Ich wundere mich schon die ganze Zeit. Wie kann das bloß? Waren wahrscheinlich nicht so freundlich, ne? So, hier langsam drauf gehöppelt. Abflug. Den Gang mache ich nicht, ne? So ein bisschen ein Tränengang, du. So ein bisschen auf Drehzahl sein, die Schlepper. Ich könnte viel schneller fahren mit so einem Moped. Das ist ja Elefantösi. Guck mal, wir haben der Gemeinde direkt einen Gefallen getan und hier zwischen den Flächen auch noch ein bisschen was mit weggemäht, ne? Wir werden hier bestimmt Bürger des Jahres. Hier in Pennsylvania. Da passt man auf, du. Bürger des Jahres werden wir hier. Und weil wir so gut zu der Gemeinde sind. Wir haben den Pfarrer glücklich gemacht, wir haben jetzt hier die Stadt glücklich gemacht oder was hier auch immer kommt, du. Und hier dann noch zwischen den Feldern alles weggemacht haben. Meister Windmühle ist auch am Maul. Und wo er gut Wind will. Muss wohl, oder? Meister Windmühle da am Maul ist es ja gut. Freut mir. Könnten wir auch was hinbringen, aber wir haben nicht so viel Tolle. So viel Korn, ne? Ein bisschen Hoffertigen wir. Und im Moment drücken die Kohlen noch nicht so. Kommt damit noch. Ich spiele jetzt mit Kartoffeln hier, dieses. Und dann müssen wir noch eine Kartoffellegemaschine kaufen. Ne? Ehrlich, ehrlich nicht. Kurz zuvor mit dem Moped hier, ne? Unser Meister sieht auch nicht schlecht aus, so. Nicht so vertrocknet und so. Steht gut, da noch ein paar Kolben dran. Aber ich habe lieber einen guten Kolben wie zwei schlechte, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Besser einen guten Kolben wie zwei schlechte. Oh, wir haben auch doch Maisflöcke haben wir, ne? Tja, wenn es mir nicht ist im Leben, dann haben wir ja keine Probleme. Schon ein bisschen langweilig so, ne? Aber kriegen wir hin. We are raking. We are raking. So, jetzt ist keiner mehr da. Video ist zu Ende. Tschüss. Schickram, ne? Na, 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 na. Spaß muss sein, Spar Wallenstein. Punkt, 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 Punkt. Wir sind hier Jugendfreude, Konrad, weißt du? Ich habe immer noch keine Antwort gekriegt. Ne, das Video kommt erst noch, ne? Ne, das Video war doch draußen. Sag mal, Jubst du, warum antwortest du mir eigentlich nicht? Kennst du nicht das Wort Biökel? Keine Antwort von Jubst du gekriegt. Die ist heute rausgekommen. Jubst du, ich bin enttäuscht von dir, ne?
Nee, da habe ich gar nicht mal einen Daumen runter gekriegt. Wie kann das denn? Ich fahre auf der letzte Jappel hier. Mit dem Ding ist das nicht so einfach. Der brummt hier langsam vor sich hin. Könnte ich bei pennen bei dem Motorgeräusch. Ich könnte ich mal einschlafen. V8 Motoren, die richtig geil blubbern, ey. Dann lege ich mich auch mal hin und... Ganz komisch. Oder wenn ich so Hands-Up-Techno höre, ne? Mich beruhigt das ja total, ne? Dann muss richtig schön laut und wumsen bis zum Geht nicht mehr und dann schlafe ich bei ein. Mama sitzt unten auf dem Sofa und wackelt mit, ne? Nee, da kommt direkt eine WhatsApp. Mach das leiser! Kannst du nicht laut hören. Kommen direkt Proteste von unten. Naja, trotzdem alles Horn im Leben, ne? Oh, ich hab doch noch was liegen jetzt. Schicke. Ich glaube, wir fahren das erstmal mit dem Ladewagen ein bisschen beiseite, du. Das ist, glaube ich, taktisch klüger. Zumindest die Vorenden wegnehmen. Kein Plan, weiß ich noch nicht. Ich steuere über Bildschirm wieder, ne? Ist schon lange bauen, ne? Ist irgendwie cool. Lädt ein mit GPS zuvor. Autosave, danke. Danke, Autosave. Ich bin so stolz auf dich. Man muss ja auch mal Danke sagen, ne? Danke an meine liebe Mama. Danke. War das noch bei Otto oder so? Danke. Ich bedanke mich bei meinem Manager, der gar nicht vorhanden ist, für die Treue, die er mir jahrelang gegeben hat. Ach, beim Tennis ist er da auch immer dahin. Ja, ja, ich bedanke mich beim Trainer für den Sieg. So ist er. Da gibt noch mal ordentlich Silage, du, der zickt die. Da freue ich mich ein bisschen drauf, ne? Können wir den Fettkühe und so kaufen. Richtig gut, ne? Ja, da bleibt ja fast nichts mehr übrig. Das ist ja auch cool. Müssen wir das ein bisschen vermitteln. Da müsste man auch noch reinkriegen, ne? Ist das Baumwolle? Ja, der Nachbar hat gesagt, fahr da mal eben rein und guck mal nach, ob das nur alle Tutti ist. Ich sag Chlormucki. Dieser Schwader ist nicht schön.
wie vorhin weggemusst. Da musst du nämlich anders schwaben. Entweder fährst komplett im Kreis oder machst das Vorgewende hinterher. Aber schätze das Vorgewende mal ab, dass du das hinterher machen kannst. Nicht so einfach, ne? Passt so grob, ne? Ja. Ein bisschen bohnig knapp hier. Da wird's jetzt total eng. Nicht nur Pass. Normal muss es passen, ne? Und Autumn Riesen, IFA 2, hat's gepasst. Den da rumgehen. Krieg ich auch noch nicht hin, ne? Wie wird sie hier vernünftig einsetzen? Schön, dass mal alles mit weggeschwordet, oder? Ne, geh, guck mal. Ich bin ja im Picknick. Können wir mal wieder runter den Hubel? Das ging ja fix, wä? Man hat doppelt so lange gedauert. Wenn nicht noch länger. Da bin ich eine ganze Ecke schneller gefahren. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so fix fertig ist. Wo sind auch ein paar Meter hier auf der Fläche, du? Sag mal, Asche, ey. Feuerseele, Mande, klopp dich ineinander. Wer hat das mal gesagt, welcher YouTuber? Wisst ihr das noch? Den gibt Stoff, man! Kollege! Ich muss ja noch vor dem Kollegen hier so mal langsam rausziehen, ne? Was ist der? Guck mal eben, Kollege! Ja, ich lass mich zeigen. Nicht, dass du noch ein Böllchen in dein Auto hast da, ne? Was denn? Guck mal eben. Mach mal Scheibe runter, steig mal aus, guck mal eben noch. Geht? Okay. Er hat gesagt, klappt. Verlassen wir uns nochmal drauf, wa? Oh, Blinker ist kaputt. Oh, hey, nicht. Wir müssen hier ab, ne? Wieso hat denn der Zaun keine Kolli? Was ist da denn los? Erste Bahn machen wir jetzt außen an sich, sonst sehe ich nichts. Mach mal Gang rein. Ich sehe gar nichts, ne? Seht ihr was? Jetzt sehe ich was. Guck mal, er läuft hier. Hoffentlich wieder runter. Ja. Turbo-Schwarm. Guck mal, die Kollegas hier aus Amerika, ne? Die fahren immer wie die Idioten. Was willst du machen? Nichts drum machen. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich.
Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, ihr wollt nichts mehr verpassen. Und dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.